Ja, wir sitzen hier oben so ein bisschen auf einer lustigen Dachterrasse. Manche sagen epische Bilder zu sowas, ne, was wir jetzt im Bildhintergrund hier haben. Ich habe aber vor allen Dingen eins, epische Gäste. Und nicht nur einen, gleich vier. Ich bin von Le Mans-Legenden umgeben, von Le Mans-Siegern. Ich bin umgeben von vier Le Mans-Siegen. Es ist jetzt so eine Gänsehautgeschichte, ne? Ich fange einfach mal an und stelle Ihnen meine Gesprächspartner an diesem Abend vor. Der Le Mans Legends Talk anlässlich der Bosch Hockenheim Historic mit dem Saisonauftakt 2023 des Gruppe C Supercups mit Frank Jelinski aus Hannover. Dieser junge Mann war der Letzte, der einen Porsche-Sieg in der Sportwagen-Weltmeisterschaft 1989 einfahren konnte. In Dijon gemeinsam mit Bob Wolleck mit dem Porsche 962 war, glaube ich, auch der letzte WM-Sieg für diese epochemachende Konstruktion. Er wird uns gleich verraten, wie oft er an den 24 Stunden von Le Mans teilgenommen hat. Es waren einige Male. Neben mir dieser junge Mann hier, mit dem habe ich vor 30 Jahren schon vor einem Opel Astra STW Stufenheck gesessen mit einer Flash-Opel-Szene in der Hand. Waren sehr, sehr lustige Bilder. Und anschließend kam dann die große Weltkarriere. Dreimal Sieger in Le Mans mit Audi. Herzlich willkommen, Marco Werner. Hallo. Zu meiner Rechten noch ein Le Mans-Sieger aus Schweden. 1989 mit dem Sauber Mercedes gemeinsam mit Manuel Reuter und ich glaube Kenny Aitchison war der Dritte im Bunde. Herzlich willkommen, Stanley Dickens. Und der Mann, bei dem ich nicht so ganz weiß, ob ich ihn auf Deutsch oder Englisch ansprechen soll. Wir kennen uns ja auch erst ein paar Tage. Das ist die organisatorische starke Hand hinter dem Gruppe C Supercup. William Hood. You're welcome. Marco, ich fange mit dir an. Nicht nur, weil du die meisten Le Mans-Sieger auf dem Puckel hast, sondern weil du heute eigentlich einen schlechten Tag erwischt hast. Vor einer guten Stunde die Schlussphase Gruppe C Supercup. Du hast an dritter Stelle gelegen mit dem 88er Momo Gepard Audi C88. Ganz kurz vor Schluss, Notausgang, stehen geblieben. Warum? Ja, Getriebe. Letztes Jahr haben wir den zweiten Gang verloren hier in Hockenheim. Jetzt haben wir uns ein bisschen weiter gekämpft. Heute ist der dritte Gang kaputt gegangen. Also wir kämpfen uns weiter. Wir haben gesagt, 26 rocken wir das Ding, weil nächstes Jahr ist der vierte Gang dran und übernächstes Jahr der fünfte. Also so lange läuft das Projekt auf jeden Fall noch. Ja, das habe ich damit vorgegeben. Ich hoffe das ja wohl, oder? Sehr schön. Ich hoffe, der Fritz Gebhardt hört das später und kann dazu vielleicht auch noch irgendetwas sagen. Denn der ist ja derjenige, der dieses Auto reaktiviert hat. Du sitzt in einem Fahrzeug, das war mal dunkelgrün, ist im Supercup gelaufen 1989 mit Helmut Munders aus Wiesbaden. Hast du den noch persönlich kennengelernt? Ja, ich habe Helmut noch gekannt, weil ich auch einen Bekannten aus Dortmund hatte, der Michael Rutkowski, der mit ihm besten befreundet war und da hat man ihn öfter gesehen, ja. Traurige Geschichte damals. Er ist, glaube ich, auf einer Autobahn bei Wiesbaden tödlich verunglückt. Das muss so 1991 gewesen sein. Also ist schon eine ganze Weile her. Der hat dieses Auto im Supercup bewegt. Jetzt sagt man ja, auch da ist ein Audi Turbomotor installiert, ein Fünfzylinder. Gibt es zwischen diesem Auto und deinem Le Mans Werks Audi irgendeine Parallele? Mal abgesehen von den vier Ringen da irgendwo. Na, sonst eigentlich nicht, weil es natürlich eine ganz andere Ära ist. Die Autos fahren sich natürlich auch toll. Das ist anstrengend zu fahren, so ein Gruppe C Auto. Da waren die Autos eigentlich in Le Mans zu Audi-Zeiten, sprich die LMP-Autos, easy zu fahren. Also da war natürlich mehr Downforce. Das hat einen gewissen Anspruch. Aber heute war so, dass ich gesagt habe, ich weiß nicht, ob ich das ganze Rennen durchstehe, ob ich da in so einigen Kurven das Lenkrad überhaupt halten kann. Also du hast keine Servolenkung. Und das sind die Storys, die man immer so gehört hat. Das hat bis jetzt eigentlich gut funktioniert. Ich war bei Testfahrten hier auch wirklich schon mal auf gut Deutsch von morgens bis abends unterwegs und da war das nicht so. Es hat sich jetzt irgendwas getan. Das Team sagt, nein, wir haben nichts gemacht. Meistens ist das eine Sache von ein bisschen Setup-Geschichten oder so, dass die Lenkung auf einmal ein bisschen schwerer geht. Also das war jetzt extrem und die Autos sind sehr anspruchsvoll. Aber dadurch, dass sie eben auch, 30 Jahre auseinander sind, gibt es da wenig Parallelen. Ist so ein offenes Auto, wir haben das heute bei Benjamin Hotz gesehen, mit diesem Ligier, mit dem Peugeot-Motor. Ist das für einen Fahrer wirklich angenehmer, wenn es ein offenes Cockpit ist, weil man mehr Luft bekommt? Oder spielt das gar keine Rolle? Ich habe mich das wirklich gefragt, ob das Dach einen Unterschied macht.
in so einem Prototyp? Ja, also die Gruppe C ist ein bisschen anders, sag ich mal. Ich fahre ja jetzt auch noch hier ein recht modernes Auto von 2012 mit Chromecast, diesen LMP2 Lotus. Das ist eine Lola Jet. Der hat da nicht eine relativ gute Belüftung. Die alten Gruppe C Autos, der hier neben mir wird es bestätigen und der andere auch, die haben dich früher und eben heute auch noch abgekocht. Du stirbst da drin, den Hitzetod. Dazu noch eben so eine schwergängige Lenkung. Und da ist das Moderne natürlich, wie ich sage, da hast du mehr Fliehkräfte, das ist ein Anspruch, ja, körperlich, aber einfach, es ist viel kühler da drin, da kommt schon mehr Luft rein. Und du hast eine Servolenkung, du machst mal Klick, Klick am Lenkrad, das ist ja alles easy. Ja? Das ist ein bisschen PlayStation. Das macht die Welt schon einfacher, wieder jedes Mal Kupplung zu treten und eine Haarschaltung zu betätigen. Ja, sieht noch gut aus, ist nicht blutig, aber waren schon leichte Schmerzen jetzt, wirklich im Rennen. Also die Autos waren ganz anders. Die Jungs sind früher nach Hause gekommen, haben die Hände blutig gehabt. Der Frank Jelinski hat das vorhin im Vorgespräch erzählt. Und wenn er nur deiner Beschreibung lauscht, verzieht er schon sein Gesicht. Es ist körpersprachlich sehr interessant, bei dir zu beobachten, Frank. Wenn du über diese Zeit sprichst, über die 24 Stunden Daytona, über Sekunden auf dem Boden liegend, ohne Kraft in Armen und Beinen, ist das so, dass du 30, 35 Jahre später immer noch mit Grausen da zurückdenkst? Oder gab es da auch wirklich schöne Momente wie in Dijon 89? Nein, du hast darauf hingearbeitet. Du wolltest ja fahren, du wolltest auch Le Mansieger werden und du wolltest auch jeden WM-Lauf gewinnen. Und diese Pein im Auto, die unheimlichen Qualen, die hast du dann versucht, irgendwo wegzudrücken. Beim nächsten Mal bist du wieder eingestiegen und bist gefahren. Und aber das zog sich durch die ganze Ära. Das war halt so. Es gab ja kein besseres Auto. Selbst der DTM Audi, der V8, da sind mir die Füße angebrannt beim Bremsen. Da musste ich dann hier in Hockenheim auch immer im Training nach, 10 Runden rausgesprungen und einen Fuß in den Wassereimer. Weil der hat geglüht im Prinzip. Und ähnlich war das in den Gruppe C-Autos auch. Wir haben schon drüber gesprochen. Daytona, das Lenkrad zu halten, ist eigentlich schier unmöglich gewesen. In Le Mans war es gang und gäbe, dass welche beim Boxenstopp bewusstlos waren, aus dem Auto gezogen worden sind. Da erinnere mich an Johnny Dumfries noch im Jaguar. Den haben sie rausgezogen, hingelegt, haben einen Reifenwechsel gemacht, den neuesten Fahrer rein und dann das Auto weg und dann lag immer noch da. Und ich weiß auch beim Losgurten immer in der Boxengasse, da habe ich in dem Moment, machst du den Gurt schon mal auf, da hast du sofort einen Krampf gekriegt und dann stand der Arm fest und du musstest so aussteigen. Ne? Also das war schon hart, aber man kannte das nicht anders. Man wollte das ja auch. Und und deswegen, der Fritz nervt mich ja auch immer, fahr. Ich sage, ich kann so ein Auto nicht mehr fahren, wie soll das gehen? Und deswegen auch höchsten Respekt hier an die Jungs, dass die da sich in so einem Auto da reinsetzen, heute noch, und da so Gas geben. Stanley Dickens, you had a big moment today in the final stages of the first Group C Super Cup race. The car was slowing down and slowing down and slowing down, but you made it to the finish line with a lot of experience. What was the problem actually? The car didn't slow down, it was me slowing down. Oh, right. Yeah. I'm very, very honest world-class driver. Absolutely. Now, I had a puncture, and I, on the right rear tire was flat, and that happened when it was, I think, 2 laps to go. So I just tried to keep the car running to the finish line. Yeah, but I had to go very slow. Ich übersetze es mal ganz kurz für diejenigen, die der englischen Sprache nicht so mächtig sind. Stanley Dickens hat gute 2 Runden vor Schluss einen schleichenden Plattfuß gehabt. Slow Puncture nennt sich das. Da entweicht die Luft dann so ganz allmählich. Und dann hat das mit all seiner Routine und Erfahrung noch zum Zielstrich gebracht und ist noch Sieger in der C2-Wertung geworden hier beim Gruppe C Super Cup. So a very good result for you indeed. Class winner today. Did you expect that? Not really. No. Competition is not that. When Marco is there, then the competition is very high. It's nice and it's good and it feels really nice to be here and everything. Did you prepare physically for that weekend? Should you go running or cycling or in the gym? I do that all the time, to be honest, but it doesn't help a lot. So, so I'm fighting really to slim down a bit and be a little bit more fit.
yeah. like Marco here. That's my bad. Marco is my bad. You know, I feel bad all the time when I see him. Man sagt in Deutsch das schlechte Gewissen. Ja, 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 ja. All right. Frank Jelinski and you have been teammates in 1986 in the Gepard Memorex Porsche 962. Yeah. I think you were already teaming up before in the Gepard C2 car. Yeah, that's right. Did you remember the day when Mercedes appointed you to do Le Mans with them? Did you get a phone call or a fax or whatever? How did that develop? By the time I was racing quite a lot in Japan, I had a contract in Japan, and I think I was I had a championship win from the year before, and obviously I knew Peter Sauber and I knew Jochen Nierpasch and I knew Jochen Mass, yeah. And we were good friends and we were hanging out sometimes, and I think it was actually Jochen Mass who approached me the first time in Japan and asked me if I was interested to do the race with them and him. And that was the first talk about it. Yeah. I remember one situation 3 years later when I came to the Siegerland Airport. Very narrow to the place where Marco was living these days. Later on, he won there in the Kramer Porsche Spider. But that year, 1992, you were in the Interseries with a Can-Am Lola with an Audi turbo engine built by Marcus Hotz, Horak. Yeah. And that has been a total difference to the exposure to be at Le Mans ahead of 330,000 spectators. There at the Siegerland Airport, it was more or less like a, well, small race. How did you experience that difference coming from Le Mans, being a Le Mans winner for Mercedes, and then coming 3 years later to the Interseries? Made it a major difference to you? To be honest with you, I'm a very modest person. I don't rate myself that high. Of course, a Le Mans win is a Le Mans win, but Marcus Hotz, who was the team boss and owner of that particular car, was a good friend of mine, and I drove for him in the early 80s, mm-hmm. and we always were good friends, and I loved that car, that Interserie car. So when he asked me to drive, I took the opportunity, and I don't see, of course, Siegerland and the Le Mans, there's a little bit of a difference, but yeah. But nevertheless, it was nice, and I really liked that car, and I it's a driving experience that was very nice, and a nice team and good people, and that's important for me. So the contact to Marcus Hotz developed already in Super V days or Formula 3 days? No, it was actually Formula 2. Okay. And it was in the beginning of, I think it was the first time, 81, yeah. in a race, a Formula 2 race in Sweden. I drove for Marcus and I did a few other races with him as well. Okay. William Hood, der erste Renntag, der Rennsamstag am Hockenheimring ist fast gelaufen. Die Sonne, die verschwindet in so ein paar Minuten hinter dem einzigen Wolkenband hier am Himmel. Aber dieses eine Wolkenband nimmt uns ganz dieses schöne Abendlicht weg. Dein Resümee, dein Fazit dieses ersten Renntages, wie war das für dich? Erstens bin ich sehr glücklich von alle Teams, die angekommen sind. Ich bin sehr dankbar. Wir machen dieses Event für die Teams selber, ja. und natürlich für den Fahrer und die Fans, die hierher kommen. Und wir versuchen eine schöne Veranstaltung. Es ist schade, dass diese älteren Autos so empfindlich sind. Ja. Ja. Dadurch haben wir heute ein paar verloren. Ja. Aber trotzdem, ich meine, das können wir nicht beeinflussen. Das ist leider Motorsport. Auch die neuen Autos gehen kaputt. Ja. Hatten wir letztes Wochenende hier beim Prototype Cup gesehen. Ja. Kleinigkeiten gehen, die sind fine-tuned machines, und wenn eine Kleinigkeit kaputt geht, dann ist das Ganze ja, vorbei. Aber im Großen und Ganzen, ich glaube, das war eine super Show für die Fans, da ja. waren eine ganze Menge Leute hier, ja. und die Herren sind, you know, hervorragende
Showmen und machen super Sachen hier. Ja, man sagt, es waren heute 40.000 Menschen hier in Hockenheim. Ich habe keinen großen Unterschied zur DTM gesehen, vom Flair her. Marco, wie hast du das heute erlebt? Doch, fand ich doch, weil es war heute mehr los auf den Tribünen wie bei der DTM. Also, sehr gut. Nee, das finde ich jetzt nicht zum Lachen. Den Eindruck hatte ich hier. Also hinter uns wäre ja die Haupttribüne, da war sehr voll. Und dann die Opel-Kurven, die große Tribüne, ja, war sehr gefüllt. Und generell Bereich Sachskurve, wenn man drauf zufährt, nimmt man wahr. Und fand ich toll, waren sehr viele Zuschauer. Ich meine, es geht immer ein bisschen weiter hier bei der Bosch-Hockenheim-Historik. Ja. Und jetzt, Gruppe C zieht immer die Leute an. Ist natürlich schade, dass wir jetzt kein großes Feld haben. Ja. Und Großteil, denke ich mal, ist auch Fans der Formel 1, die jetzt mit der Masters-Serie hierher gekommen ist. Und ich denke mal, das war ein großer Schub, dass wir heute so viele Leute hier gesehen haben. Die Akustik ist tatsächlich wie eh und je. Das ist eine akustische Zeitreise. Nicht nur, was die Gruppe C betrifft, sondern auch die Formel 1-Autos. Du warst ja Vielfahrer heute, ne? Du bist, glaube ich, 3 verschiedene Rennen gefahren zum Schluss mit diesem anstrengenden Gruppe C-Auto. Ich habe mich ja da oben in der Combox gefragt, was machst du denn so unter der Woche, um das alles durchzuhalten? Wie viele Stunden Sport machst du noch heutzutage? Ja, ab Montag dann erstmal wieder Sauerstoffzelt und so. Nein, also ich mache schon ein bisschen, ich gehe mal ein bisschen auf den Stepper und mache meine Kalorien und Wattzahlen. Und ich habe schon ein bisschen trainiert, weil ich schon weiß, was mich hier erwartet. Wir waren ja auch letztes Jahr in Dubai, das habe ich gut durchgestanden, weil ich vorher gut trainiert habe. Und das überstehst du nicht einfach so. Wie gesagt, vorhin, das Gruppe C-Auto ist sehr anstrengend, ist sehr heiß da drin. Und dann noch in Dubai, wir haben auch zwischen 25 und 30 Grad gehabt, auch wenn wir Ende November da waren, war schon anstrengend. Die anderen sind teilweise zu zweit gefahren und waren trotzdem im Sack. Und ja, ich bin meine Runden, ich nenne es mal wie geschnitten Brot gefahren, das, was das Auto und der Reifen hergibt. Das war ich in der Lage zu fahren und das hat dann dazu geführt, dass wir mit dem C2 die 962er und die bis zu 1000 PS Nissan geschlagen haben, weil ich einfach meine Runden gefahren bin. Und wenn ich mal auf den anderen, wir waren nicht immer vorne, aber näher kamen, ja, und dann schauen die in den Spiegel, sehen so ein Auto, dann wollen sie noch ein bisschen was geben und dann führt das auch mal zu einem Dreher und dann fahre ich da mal winkend dran vorbei. Schön. Und die Routine macht es dann ein bisschen, aber natürlich, das Thema, was du gerade ansprichst, ist sehr wichtig, auch fit zu sein. Und wenn man natürlich 3 Rennen fährt, einen Formel-1-Lauf, die Endurance Masters mit einem Auto, was ja eigentlich nach meiner aktiven Zeit war, es nämlich ein Baujahr 2012. Wir sprechen hier von historischem Motorsport. Ja. Ich fahre aber ein Auto aus dem Jahr 2012, ja, gerade mal 11 Jahre alt. Ja. Das geht mächtig um die Ecken. Ich, ist natürlich mit dieser Pedal-Shift-Geschichte einfacher zu fahren jetzt wie der Gruppe C, aber eben die Fliehkräfte sind da und es ist fordernd, ist anstrengend, wenn man so ein Auto am Limit fährt. Aber dann so 3 Dinger hintereinander, so gestern Morgen am Freitag, habe ich angefangen mit dem LMP2, bin dann rübergelaufen zu Fritz Gebhardts C88, 5 Minuten Pause in den Gruppe C und das gleiche Spielchen wieder 5 Minuten Pause und Formel 1. Also sich auch mal schnell auf verschiedene Autos einzustellen, ja, macht eine Menge Spaß, ist eine Zeitreise, ja, liegen ja immer mal etliche Jahrzehnte dazwischen, 30 ja, Jahre teilweise. Ja, ist einfach toll. Jetzt ist es ein offenes Geheimnis, dass bei Fritz Gebhardt noch so ein ganz berühmtes Auto entsteht oder wieder entsteht, nämlich ein Porsche 962. Das Auto ist 1989 in der Interserie gelaufen mit Gianpiero Moretti, wird gerade rekonstruiert. Es heißt ja, dass du das Auto auch mal fahren darfst oder wirst. Nun sagt man, der Frank kann das gleich bestätigen oder verneinen, man sagt dem Auto eine Lastwagenlenkung nach. Ist das dann mit dem Switchen zwischen den 3 Autos irgendwann auch mal vorbei, dass du sagst, nee, ich muss mich fokussieren auf dieses eine Auto, weil alles andere packe ich gar nicht. Ja, ich weiß nicht, also die Zeit wird ja irgendwann mal kommen. vielleicht, wenn ich da mal, man muss mal absoluten Hut ziehen. Stanley ist, wir dürfen es glaube ich mal sagen, 71 Jahre alt. Ja. Der sieht so alt aus, wie ich bin. Ja, da liegen aber mal einige Jahre dazwischen. Also ich hoffe, dass ich da auch noch so in der Lage bin, ja, sowas zu machen, wie er das ja, jetzt macht. Also da ziehe ich absolut einen Hut vor. Und ich hoffe, dass ich noch in der Lage bin, das Lenkrad dann zu drehen. Aber der Porsche wird auch seine Tücken haben. Die Jungs sind sowas gefahren, da fängt schon beim Schalten an. Das ist jetzt was, wo ich dann wieder, ja, ich sag mal, ein bisschen Rückschritt machen muss. Ich habe aber auch mit sowas ja auch schon Daytona gewonnen 1995. Das war zwar ein K8, aber es war eigentlich nichts anderes wie ein 962 ohne Dach, ne? Aufgesägter, genau, 962er. Und wer das nicht weiß, ein Porsche 962er hat
Rennfahrzeug untypisch ein synchronisiertes Getriebe, wie ein PKW. Und das musst du, er hat es vorhin noch gesagt, der Frank, 21, 22, das musst du langsam schalten. Da ist nichts mit Gänge durchreißen und seine Zeit finden und Zeit machen beim Schalten. Wer sauber mit Zwischengas schalten kann, der kann schnell schalten. Der ist da schnell dabei beim Runterschalten und so. Da bin ich eigentlich ganz gut dabei bei diesem sogenannten Tanz auf den Pedalen. Denn viele, ich weiß das meiner Kollegen, die jetzt historischen Sport fahren, die gehen einfach mit dem Fuß auf die Bremse und dann knallen die einen Gang nach dem anderen rein. Und dann bist du auch öfter, wie ich heute auch, mit einem Getriebeschaden gestrandet. Ja. Obwohl ich jetzt dieses Zwischengas-Thema beherzige. Aber beim Porsche ist für die, die das nicht so genau wissen, das ist eine Fahrtechnik, da dreht man mit dem Fuß auf dem Bremspedal und gibt mit der Hacke Zwischengas. Genau, du stehst eigentlich mit einem Fuß auf zwei Pedalen, also mit der Spitze auf der Bremse und dann gibst du mit der Hacke Zwischengas. Du musst die Drehzahl angleichen, du trittst die Kupplung eben zweimal Zwischengas geben und dann zwischen den Gängen dann mal die Kupplung betätigen. Also nicht einfach reinreißen oder so. Und wenn du das beherrschst, dann kannst du mit so einem Getriebe auch gut über die Distanz kommen. Und wer das nicht so beherrscht, der hat da schnell alle die Dockringe kaputt und dann krächzt und knallt im Getriebe und dann fällst du auch mal aus. Stanley Dickens, looking back into the 80s with the Porsche 962, you shared with Frank 1986. How difficult has it been actually to race a car like that? Even at Le Mans, was it so hard to shift? Was it so hard to steer? The Porsche, I believe, is a fantastic car with results. I mean, I don't think there is any racing car that has that many wins as a Porsche 956 and 962. For me, it was a dream car to get into, but as I think I understood, Marcus says it's a different car to drive if you compare to, for example, this car that I drove today, which is much more like a racing car. And I come from the single-seater world, and I thought it was quite difficult to come into the Porsche. It's quite heavy and a little bit more, as Marco says, you have to be more careful when you it takes more time, and the turbo makes things a little bit different also. So I'd say it was not so easy, but after some time in that car, you get used to it. Was it easier to drive a Porsche 962 or a Sauber Mercedes? It was a big difference. Okay, in which direction? In the direction that the Mercedes was just a much more modern car, and it was easier to handle and much more like a single-seater car. All right. A completely different construction and... much quicker in the reactions and everything. It was a big difference. Ich glaube, ich gebe es mal ganz schnell an den Frank Jelinski weiter. Der sagt nämlich gerade so ins Off, so war das. Also du hast zu der Zeit, als Stanley sauber Mercedes gesessen hat, bist du noch Just Porsche gefahren. Das war ja die erste Adresse, wenn man einen Porsche fahren wollte oder konnte oder durfte. Und trotzdem wart ihr mit diesem Auto 89 ja auch irgendwo an einem Ende der Entwicklung angelangt. Wie habt ihr versucht, dagegen anzukommen? Ihr hattet eine andere Front, Wasserkühler verlegt. Was habt ihr alles gemacht, um da Schritt zu halten? Ach ja, das war Zufall. Also erstmal hatten wir dann noch auch schon Werksunterstützung. Der Norbert Singer stand ja auch am Auto und dann ein Jahr später auch. Und wir hatten in dem Jahr halt Glück, dass wir einen besseren Reifenpartner hatten. Das war einfach so. Und wir haben ja mit dem Mercedes, nicht nur Mercedes, aber Toyota, Nissan, Aston Martin mussten wir ja kämpfen, Jaguar. Und der Mercedes war das Maß aller Dinge damals. Und wir konnten, ich glaube, wir waren zum Goodyear gefahren und die Michelin oder sowas. Und der ist halt eingebrochen, der Michelin-Reifen, wenn es richtig heiß war. Und dann kamen wir auf und konnten den dann in der Schlussphase eines Stints uns wieder absetzen ein bisschen. Und das war ein Vorteil der Reifen. Und auch Entwicklungsschritte gab es dann nicht mehr großartig mit dem Auto. Also Kleinigkeiten, mal hier, mal da. Aber wir wurden halt auch richtig trainiert.
Wir konnten im Auto sitzen ohne Ende. Ich bin tagelang Tests gefahren, Reifentests auf dem Nürburgring. Und in so einem Auto, wenn du da die Kilometer gekriegt hast, dann warst du einfach der King. Ja. Da ging in der Anfangsphase, wenn du so als, wenn du da einsteigst und als Lehrling neben, was ich was, Klaus Ludwig sitzt oder Buzen oder sonstiges, ne? Da weiß ich noch, mein erster Sieg in der WM in Spa-Francorchamps, mit Terry zusammen. Und da bin ich 86, ja, bin ich in Monza noch C2 gefahren. Ja. Dann umgestiegen auf den Brun Porsche. Ja, und dann bin ich mit dem Terry gefahren beim WM-Lauf. Da war ich, also ich habe immer damals gesagt, ich sag nur Sie zu dem Auto. Ja. Und bin in Spa im gesamten freien Training und Qualifying exakt eine fliegende Runde gefahren. Weil der Terry saß da drin und sagt, wir müssen hier noch ein bisschen und da noch ein bisschen und hier noch ein bisschen. Ne? So, und dann übergibt er mir das Auto da irgendwie an der dritten Stelle in einem gigantischen WM-Feld mit, weiß ich was, 20 Siegsanwärtern. Und ich saß da drin, das darf nicht wahr sein. Ne? Aber das hat dann von Turn zu Turn besser geklappt, logischerweise. Du musstest fahren mit dem Ding. Und dann warst du auch schnell. Und diese Chance musstest du dir erarbeiten. Und das ging dann über Step by Step über Jahre. Und ganz am Ende, in den letzten Jahren, dann bist du dann eben auch mit guten Fahrern zusammen auf einem Auto. Und dann ging es auch richtig vorwärts. Jetzt muss man zu diesem WM-Sieg in Spa 1986 ja eine Sache sagen, die eine mentale Auswirkung hat. Ein Jahr zuvor, genau an dieser Stelle, gab es im Brun Porsche den großen Unfall von Stefan Bellof, der Teamkollege von Thierry Buzen war. Du bist nicht nur an seine Stelle getreten in diesem Auto dann mit Startnummer 17, sondern ihr kamt ja beide aus der Formel 2 Europameisterschaft. Du warst ein klassischer Formelfahrer, ihr wart schon in der Formel 3 gegeneinander gefahren. Du hast dann in einem Auto von Bertram Schäfer gesessen, Stefan Bellof im Maurer Werksauto, ihr beide zeitgleich in die Gruppe C und auf einmal war der weg. Wie groß war für dich die mentale Belastung, in diese großen Fußstapfen zu treten? Ach, ich sag mal, wir sind zusammen in der Formel 3 ja schon gefahren, im Kart schon zusammen gefahren. Im Kart auch schon. Und dann kamen wir in die Formel 3 hinein und da war es ein heißer Kampf zwischen Stefan und mir. Das ging noch glücklicherweise aus für mich, dass ich nochmal Meister werden konnte. Sind dann in die Formel 2 aufgestiegen und beide mehr oder weniger mit einem Privatteam. Also Maurer war natürlich ein Werksteam, aber hatte keine Werksunterstützung von Motoren oder sonstiges. Und ich mit Bertram Schäfer, mit einem privat eingesetzten Maurer. Und da war der Knackpunkt, eigentlich das erste Rennen in Silverstone in der Formel 2. Da kamen wir als Neulinge da an, fuhren gegen die ganzen Werksmannschaften. Da ist der Steven Johansson ist da mitgefahren und Terry Buzen, Kenny Atchison, im Ralt, in der Honda. Und das war unser erstes Formel 2 Rennen überhaupt. Und da bin ich in dem Regen gerannt, das weiß ich noch ganz genau. Und dann bin ich ja gefahren und ich denke, ja wie, jetzt liegst du hier in Führung, ne? So, und dann habe ich das Rennen angeführt bis kurz vor Schluss. Und da ist mir Wassertemperatur, Kopfdichtung hochgegangen. Und dann gewinnt der Stefan und hat aufgrund dessen, das war ja sensationell, in die Formel 2 einzusteigen, zu gewinnen, hat er dann den Werksvertrag gekriegt und hat BMW Werksmotoren gekriegt, Unterstützung, dass der auch die Saison zu Ende fahren konnte. Ja. So lief das damals, habe ich schon ein bisschen mitgehadert. Ja, hätte ich jetzt auch sein können, ne? Gerade wenn man so 70. Stefan weiterging. Aber ich habe da nie verzagt und habe gesagt, nee, hier, das ist die Welt und bin dann in die Langstreckenszene gekommen und da war ich auch happy mit, gar keine Frage. Marco, du hast gerade, als wir über dieses Thema gesprochen haben, so ein bisschen mit der Mimik gespielt. War das so ein Thema, was du unterschreiben würdest? Du kamst ja in der Zeit danach in den Spitzensport oder blendet das einen Spitzenrennfahrer völlig aus, so ein Ereignis? Wie bist du mit dieser Zeit umgegangen? Ich erinnere mich an ein Interview, da war das gerade am 1. Mai-Wochenende 94 mit Roland Ratzenberger und Ayrton Senna passiert. Da habe ich im Auto gesessen auf der Autobahn und höre ein Radiointerview mit dir, wo es um die Frage ging, ja, Marco Werner, da ist jetzt ein Platz in der Formel 1 frei. Würden Sie den denn trotz dieser Unfälle nehmen? Ohne jetzt in die Details dieser Geschichte einzusteigen, weil da gibt es ja auch einige. Blendet das einen Spitzenrennfahrer aus, wenn da sowas passiert ist? Ja, irgendwo schon. Ich meine, ist so ein bisschen wie für normale Leute. Unfall auf der Autobahn und du siehst irgendwas, was auf dem Dach liegt und fährst ja auch dran vorbei und fährst weiter bis nach Hause. Und so ist es für uns. Ich meine, es gibt immer gewisse Ursachen für einen Unfall und meistens bist du als Rennfahrer so, dass du sagst, ich gehe an mein Limit, dann kannst du damit umgehen, du weißt mal, ja okay, es gibt Materialschäden, da konnte einer nichts dafür, er war im falschen Moment am falschen Ort,
Aber das blendest du dann aus. Und die anderen Dinge sind einfach, dass du sagst, ja, ich tue das, was ich kann. Ich möchte nicht über mein Limit fahren. Ja. Das ist jetzt hier auch im historischen Sport. Wir fahren alte Autos, die sehr viel Werte haben. Ja. Und da sage ich immer, es gibt Limit und Limit. Ich fahre mit den Autos am Limit. Das heißt, ich rutsche mit den Autos, jetzt mit dem Gepa C88. Und hier und da, ja, wenn der Fritz sagt, jetzt hau doch mal eine raus, ich könnte vielleicht auch noch mal ein Ründchen eine Sekunde schneller fahren. Mhm. Aber es kommt dann ein Risiko. Ich wüsste jetzt nicht, ob das immer alles so gut geht. Und das muss ich mit so einem Auto nicht machen. Das möchte ich nicht. Da steht wahrscheinlich eine Million an Wert. Ja. Vielleicht auch mehr. Und jetzt fahren wir hier vorne. Und warum soll ich denn eine Sekunde jetzt schneller fahren? Ich habe vor 3 Jahren eine Geschichte gehabt, wo ich ein Can-Am-Auto gefahren bin, habe hier gewonnen, habe einen Oldtimer Grand Prix gewonnen mit dem Auto. Und dann kam der Besitzer, der hatte dann eine Wette und sagte, du bist hier 39 gefahren. Und ich habe jetzt mit einem gewettet, du fährst 37 mit dem Auto. Ist egal, was das kostet, du kannst dir Dämpfer kaufen. Und ich gebe dir 7.000 Euro Prämie, wenn du die Zeit fährst. Da habe ich gesagt, was soll das? Ja. Ich habe das Rennen gewonnen, wir haben am Ring, wir fahren vorne. Lass das doch sein. Ich bin da nicht drauf eingegangen. Aber also ich fahre meinem Limit. Ich möchte die Autos heile lassen. Ich möchte meine Füße behalten und meine Beine. Wir haben jetzt das Glück, dass wir mit diesen alten Autos, im Gegensatz zu den Jungs, die mit den Autos auf den alten Strecken gefahren sind, ich habe heute das Glück, mit den Autos auf modernen Strecken zu fahren. Wenn da mal was passiert, manchmal sage ich, so viel Sprit haben wir gar nicht, um bis dahin zu kommen, wo die Auslaufzone hingeht. Mhm. Ja, aber die Jungs haben damals mal irgendwo, die sind ja Nordschleife gefahren. Also 4 Meter Wiese und dann hat es gerappelt. Ja. Das ist was anderes gewesen. Also deswegen kann man heute da schon mal eine andere Gratwanderung machen. Aber ich sage immer, ich bin bei dem ersten Limit, wo ich am Limit fahre. Und wenn jetzt einer kommt und sagt, das muss doch noch mal schneller gehen. Nee, muss nicht sein. Könnte gehen, aber muss nicht sein. Stanley, you're looking very interested. Is it in your case the same, that there are 2 escalation stages in the cockpit, fast and super fast, or is it just 1 limit to you driving the Gepard C2 car here in Hockenheim? Well, I really don't know how to answer that, but you know, I was here last year in Hockenheim, and that was the first time I sat in a racing car for like 20 years. Oh, yeah. And it was only because Fritz Gebhardt talked me into to driving that car again. He was visiting you at home in Sweden. Yes, that's right. Yeah. Yeah. And I couldn't really make up my mind because I was a little bit, I think I had decided not to, to do any historic racing. But then I decided to do it, and it was good fun, and it's also for me a social experience with all the nice people and the mechanics in the team, some of them that was with us for many years ago. Yeah. And that's also very nice, and to meet with Mark and William and all these people, Frank. Wenn man mit dir in Kontakt treten will, wenn man interessiert ist, an der Serie teilzunehmen, findet man dich ja wahrscheinlich mit diesem Schlagwort Group C Supercup im Internet. Gibt es da eine Webseite, eine Webadresse? GroupCSupercup.com, ja. entry@GroupCSupercup.com. Können Sie mich jederzeit Fragen stellen, Deutsch oder Englisch, ist egal. Ich gebe mir Mühe bei beide. Okay, ich weiß, dass einige von euch auf heißen Kohlen sitzen und so ganz allmählich zum nächsten Termin müssen. Eine letzte Geschichte, Marco, musst du uns noch erzählen. Es ging gerade schon mal ganz kurz um die 24 Stunden Daytona 1995. Der 962 ohne Dach, der Krämer K8 hieß. Da gibt es so eine Anekdote, die sagt, glaube ich, ganz viel über dein Mindset aus und wie du deine Langstreckenrennen angegangen bist. Du kamst relativ spät in dieses Auto mit Giovanni Lavaggi, Jürgen Lessig, der das Ganze finanzierte. Gott hab ihn selig, und Christoph Bouchu. Da gab es in der Nacht so eine Situation, da wolltest du eigentlich dich mal abwechseln lassen, eigentlich mal aussteigen, aber da gab es einen bestimmten Funkspruch. Ja gut, nee, eigentlich wollte ich nicht raus. Also ich war eigentlich froh, dass ich gut auf dem Vormarsch war. Also die Vorgeschichte müssen wir vielleicht doch ein bisschen erzählen. Ich bin eigentlich nur als Zuschauer dort mitgegangen. Ich habe zwar meine Rennsachen mitgenommen, weil Erwin Krämer damals versucht hat, mich dann
letztendlich vielleicht noch auf, wie er immer sagte, ich bringe dich auf eine 9-11er. Ah. Dann kannst du was lernen und das kam aber auch nicht zustande, denn der Erwin hätte mich gerne auf dem Auto gehabt. Mhm. Aber der Manfred war dagegen. Ah. Also die zwei Brüder haben sich ein bisschen gefetzt. Sie haben, Erwin hat mich einmal eingeladen, in Barcelona zu fahren. Da haben sie mit diesem K8 die Testfahrten gemacht. Und haben noch das Interserie-Auto mitgehabt, was damals Ground-Effekt hatte, ja. Kohlefaserbremse, annähernd 1000 PS. Also ganz was anderes wie das neue Auto K8, was nach WSC-Reglement mit Stahlbremse, flacher Unterboden, ja. gerade mal 500 PS war. Wenn überhaupt, weil es war ja das Jahr, als sich, was bekannt ist, Porsche zurückgezogen hat, weil der Ladedruck reduziert ja. wurde. Man war eigentlich chancenlos mit Porsche in dem Jahr. Also die haben sich ja nach den Testfahrten dann zurückgezogen und Krämer ist hingegangen. Aber ich konnte 3 Runden in Barcelona bei dem Test fahren. Nach 3 Runden war leider das Radlager kaputt und dann gab es keine weiteren Runden. In der 3. Runde war ich aber 1,5 Sekunden schneller wie Jürgen Lässig nach einer Stunde. Und Erwin hat immer gesagt, der Junge hat Talent. Und Manfred hat gesagt, der hätte 4. Runde hochkant im Zaun gehangen. Die haben sich dann so ein bisschen gefetzt, die 2. Ja. Und dann kam dazu, was ich ja immer öfter hatte, wenn es um Budget geht, habe ich das berühmte Taschenfutter rausgezogen. Da war kein Budget. Und der Manfred hat immer gesagt, wenn der das Ding an die Wand kloppt hier in Daytona, dann haben wir Ärger. Weil Jürgen Lässig hatte für 900.000 D-Mark das Auto gekauft. Davon wurde eigentlich zum Großteil der Einsatz finanziert, Boschü. Und Lavacci haben auch Budget gebracht und ich hatte nichts. Und dann bin ich mitgegangen als Zuschauer, habe schon eine abenteuerliche Anreise gehabt, ganz alleine dorthin und habe dann eigentlich tagelang nur zugeguckt. Und in Daytona ist es genauso wie in Sebring, ein bisschen komisch gegenüber Europa, denn du hast ein Qualifying und später wieder ein freies Training. Qualifying war gelaufen in Daytona und auf einmal sagte Erwin, zieh dich um und guck, ob der Sitz passt. Ah, ja. Und dann habe ich mich da reingelegt, habe gesagt, passt. Mir war das alles egal. Also haben wir noch ein bisschen was hingebogen. Und dann durfte ich dieses freie Training, ich bin dann, glaube ich, 3 Runden gefahren, vielleicht ein bisschen parallele zu Frank, wo er gerade sagte, eine Runde da irgendwo im Qualifying. Mir ging es dann ähnlich, 3 Runden im wiederum freien Training und dann nochmal, ich glaube, 5 Runden war dann ja eigentlich schon nochmal eine Menge gegen deinen Einsatz in Spa. 5 Runden im Warm-up. Und dann hat er gesagt, ja, wir sind 4 Mann, du guckst mal, 4. Stint, fährst du mal einen Stint und dann schauen wir mal, ob du vielleicht am Morgen noch mal drauf kommst, je nachdem, wie dein Stint so ist. Weil ich habe ja eigentlich auf dem Auto, ich kam aus der Formel 3, keine Erfahrung gehabt. Ich bin Formel 3 gefahren und da habe ich mir in den ersten 3 Runden, die ich da gefahren bin, auf gut Deutsch in die Hose geschissen. Ich bin nicht einmal Vollgas durch die Banking gefahren. Ich habe da Respekt gehabt und bin da mit 3/4 Gas durch. Also das Pedal war nicht einmal am Blech unten. Und dann habe ich mich auch ein bisschen da reingekämpft und auf den 5 Runden und dann durfte ich halt diesen 4. Stint fahren. Ja. Den habe ich dann übernommen, denn auf einmal hieß es danach, ich war ja dann als 4. im Dunkeln dran. Die Nacht ist sehr lang, die kommt sehr früh und ich bin dann ins Dunkle gestartet. Hatte natürlich wenig Ahnung von Daytona, war ja noch nie in Amerika in meinem Leben. Und ja, habe das Auto dann auf Platz 12 übernommen und irgendwann die ersten 10 waren, glaube ich, auf diesem Turm drauf und irgendwann sah ich die Nummer 10. Und dann ging die 10 immer weiter rauf und irgendwann kriegte das Grinsen, wurde ja immer breiter, weil irgendwann war ich auf der 2 in meinem Stint. Und dann kam dieser Funkspruch, also ich war dann irgendwann mit dem Sprit zu Ende, Stint zu Ende, ein Stint sollte ich fahren. Und dann kam der Erwin und sagte, egal wer auf der Mauer steht, weil das ist ja mit dieser Boxenmauer, du hast ja nicht so Boxen wie hier, sondern diese Boxenmauer und so ein Holzverschlag war damals mal einfach nur mit so einem Dach drüber. Und die Fahrer stehen in Amerika dann auf der Mauer mit ihrem Helm, die dann drankommen. Dann hat er gesagt, egal wer da steht, du bleibst sitze, lass die Jote dran. Der war ja wieder überzeugt von mir und hat auch gesagt, der Junge ist bis auf 2 vor, der bleibt da jetzt drin. Also nix, ich wollte raus. Und das war natürlich toll. Ne? War auch ein bisschen so, Marco, wie jeder, ja, ist doch gut, der hat so einen heißen Brei rumgeredet, wollte wissen, ob ich eigentlich noch kann. Ja. Von der Fitness her. Ja. Und ja, geht, geht, geht. Und dann hat er gesagt, lass die Jute dran, egal wer da steht. Und dann habe ich auch gar nicht zur Mauer geguckt. Ich habe da drunter geguckt. Die Jungs fingen an zu tanken, frische Räder drauf und wieder raus. Und dann war es so, dass Jürgen Lässig nicht mehr wollte in der Nacht, weil er nämlich Brillenträger war. Der hat dann auf einmal gesagt, ich fahre in der Nacht nicht, ich fahre morgen früh wieder. Und dann kam dazu, dass Christoph Boschü nicht mehr wusste, ob vorwärts oder rückwärts zuerst auf die Toilette. Und dann habe ich so eine kleine Nachtschicht mit dem Lavacci geschoben. Okay. Bin zu sehr viel Zeit in Daytona gekommen und dann hat das führende Auto, ein Dyson-Auto damals, irgendwie eine Berührung gehabt. Sie mussten ins Fahrerlager, Front wechseln, ein bisschen mehr Arbeit und dann haben wir die Führung übernommen und haben sie nicht mehr abgegeben.
Und das war dann der historische Sieg in Daytona 1995. Ich könnte mich noch stundenlang mit euch unterhalten, aber irgendwann, Sie sehen es ja schon im Hintergrund, ne, geht die Sonne einfach weg und die Jungs haben auch noch so ein paar Verpflichtungen hier im Fahrerlager, ist immer irgendwas los. Deswegen sagen wir an dieser Stelle, lassen wir es mal für den Augenblick bewenden mit unserem Le Mans Legends Talk. Ich sage ganz, ganz herzlichen Dank an Frank Jelinski, Marco Werner, Stanley Dickens und William Hood. Und wir sehen und wir hören uns wieder hier mit dem zweiten Rennen des Gruppe C Supercups am Sonntag.